Ja, herzlich willkommen zum Talk über Green IT. Als ich gefragt wurde, magst du nicht bei dem Sustainable Future Event ein bisschen was über Green Coding erzählen? Da habe ich mir gedacht, oh, Green Coding, das ist ja spannend. Da kann man bestimmt mal so richtig tief reingehen in Algorithmen und warum Rekursion eigentlich besser ist als paralleles Programmieren oder so. Habe mir dann gedacht, wer kommt denn da eigentlich so an Teilnehmern? Und habe dann festgestellt, oh, da kommen viele Leute aus der Industrie und mit einem anderen Background. Ich glaube, die schlafen alle nach 5 Minuten ein, wenn man da anfängt, über Algorithmen zu sprechen. Und der zweite Aspekt war tatsächlich, je tiefer man in diesen Bereich einsteigt und mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, umso öfter kriegt man eigentlich ein schlechtes Gewissen. Also so ging mir das, was wir eigentlich so tun in unserer Branche, in der IT. Und deswegen habe ich gedacht, ich glaube, es ist ganz gut, erstmal nochmal den Markt der Möglichkeiten zu zeigen. Also tatsächlich auf einer relativ hohen Flughöhe. Was ist denn eigentlich grüne IT? Über was sprechen wir da? Was sind so die Aspekte, die man sich anschauen kann? Und ich habe 4 Aspekte mal ausgesucht. Das eine ist ganz generell das Thema Digitalisierung. Wir sprechen viel davon, dass wir ja in einer digitalen Gesellschaft leben, dass wir digitalisieren müssen, dass Deutschland bei der Digitalisierung stellenweise noch sehr weit hinten dran ist, was zum Beispiel das Gesundheitswesen angeht. Das heißt, wir müssen mal kurz über Digitalisierung sprechen. Natürlich müssen wir über Cloud sprechen. Heutzutage ist also ziemlich alles in der Cloud. Die Musik kommt aus der Cloud und meine Filme kommen aus der Cloud und meine Daten liegen in der Cloud. Also irgendwie ist da mit dieser Cloud ist irgendwas. Und auch über die muss man mal sprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir immer mehr Ressourcen konsumieren aus der Cloud. Wir müssen über Datennetze sprechen, weil irgendwie müssen die Daten aus der Cloud ja auch zu mir kommen als Endnutzer. Auch da gibt es Themen, die man sich mal anschauen kann. Und wir sind bei AOE, wir entwickeln Software. Natürlich sprechen wir mal kurz auch über Softwareentwicklung, aber keine Sorge, auch das auf einer sehr hohen Flughöhe. Worüber sprechen wir nicht? Manchmal ist es ja auch ganz interessant zu wissen, worüber man eigentlich nicht spricht. Aber was auch zu grüner IT gehört, das ist sicherlich das Thema Rohstoffe. Ihr habt die Diskussion bestimmt verfolgt, seltene Erden oder so und auch unter welchen Bedingungen die manchmal abgebaut werden. Also ein Bereich, über den man sich sicherlich Gedanken machen muss, für heute aber nicht im Thema. Man kann über Emissionen sprechen, bei dem Bild hier Emissionen bei der Energieerzeugung, die Energie, die ich brauche, um meine IT zu betreiben, aber auch Emissionen bei der Produktion der Geräte. Das neue Handy, das ich habe, das kommt ja mit einem gewissen CO2-Fußabdruck sozusagen schon auf die Welt und zu mir. Und der relativiert sich irgendwie erst über die Zeit der Nutzung. Wir reden auch nicht über Elektroschrott, all die schönen Geräte, die man irgendwann mal so gerne ausgepackt hat, sind irgendwann alt und wollen entsorgt werden. Und wir reden auch nicht über die Arbeitsbedingungen, unter denen solche Geräte häufig entstehen im asiatischen Raum. Auch da sind die Medien ja stellenweise voll von Meldungen. Und auch das ist etwas, wenn wir über Nachhaltigkeit ganz generell sprechen wollen in der IT, dann müssten wir uns auch mal mit den Arbeitsbedingungen der Menschen auseinandersetzen, die all die schönen Devices für uns zusammenbauen. Ja, grün oder green ist ein Thema. Ich habe hier so stilisiert die Titelseite oder eine Titelseite aus der Zeit. Die haben ein eigenes Ressort inzwischen zum Thema green. Also grün ist ein Trendthema. Grün ist überall in den Medien, obwohl das Thema eigentlich schon ziemlich alt ist. Also sowas wie den Energy Star oder so in Amerika oder den Blauen Engel, das war in den späten 80ern, frühen 90ern Thema. Trotzdem, jetzt gerade ist das Thema Nachhaltigkeit ein großes Trendthema. Es gab letztes Jahr eine Studie, die Google in Auftrag gegeben hat. Da ging es im Wesentlichen um Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch das Thema Nachhaltigkeit wurde da abgefragt. Und 90% der StudienteilnehmerInnen, und das waren Leute aus Management oder Unternehmensführung von, glaube ich, 2000 Unternehmen, haben gesagt,
Nachhaltigkeit im IT-Bereich hat für sie Priorität. Was die Studie auch sagt, erschreckenderweise haben nur die wenigsten ganz konkrete Ziele oder einen ganz konkreten Plan, wie sie eigentlich diese Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. Aber wir stellen auf jeden Fall schon mal fest, das Thema hat es in die Chefetagen geschafft. Da ist ein gewisses Bewusstsein da, dass wir über Nachhaltigkeit oder über grüne IT sprechen müssen. Ja, wir sprechen mal kurz über Digitalisierung. Es gibt diesen netten Herrn, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt. Das ist Marshall McLuhan. Der hat sich ganz früh schon mit der Wirkung von Medien auf Menschen beschäftigt. Und von ihm stammt das schöne Zitat, das Medium ist die Botschaft. Der hat sich also mit Fernsehen beschäftigt und seine Aussage, allein die Tatsache, dass im Fernsehen über etwas berichtet wird, das gibt dem Ganzen eine gewisse Bedeutung oder eine gewisse Wertung. Oder auch wenn über etwas im Fernsehen halt gerade nicht berichtet wird. Also das Medium, in dem über etwas berichtet wird, das macht irgendwas mit der Botschaft. Ich meine, wenn ihr morgens durchs Luisenforum lauft und da stehen die Zeitschriften vor dem Kiosk da und es lacht einen die Bildzeitung mit den großen Schlagzeilen an, auch das ist ja eine Botschaft einfach erstmal, dass etwas auf der Titelseite der Bildzeitung steht. Da geht es gar nicht so sehr darum, was da steht. Einfach die Tatsache, dass da vorne in großen Lettern draufgedruckt ist, das sagt schon etwas. Warum komme ich mit diesem Beispiel? Naja, wer kennt diese Kollegen hier? Das ist der Bored Apes Yacht Club. Das sind erstmal Affenbilder. Da gibt es verschiedene Variationen von, das ist so immer derselbe Typ Affe. Da ist der Hintergrund ein bisschen anders, der hat ein bisschen andere Fellfarbe und halt ist irgendwie gekleidet oder ausgestattet. Eigentlich sind es nur Bilder von Affen. Aber wir haben da gelernt, das Medium ist die Botschaft und diese Affen sind sogenannte NFTs. Das heißt, die kann ich kaufen in der Blockchain. So ein Bild gibt es genau nur einmal. Das Ganze läuft in so einer Art Auktionsverfahren und inzwischen liegt der Wert für so einen Affen-NFT bei über 200.000 Dollar. Es ist nur ein digitales Bild. Aber die Tatsache, dass es halt in der Blockchain lebt, die macht etwas damit. Ganz kurz, ne, was ist eine Blockchain? Das ist also eine Aneinanderreihung von Blöcken, von Informationen. Und in diese Blöcke kann ich zusätzliche Informationen hineinlegen, zum Beispiel halt eine Art Eigentumsurkunde. Das wäre dieser NFT, dieser Non-Fungible Token. Und der repräsentiert halt, wie zum Beispiel ein Grundbucheintrag bei einer Wohnung, dass dieses Affenbild genau mir gehört. Und genau wie bei einem Haus oder einer Wohnung auch, die gibt es genau einmal in dieser Form an dieser Adresse, so ist es halt mit den Bildern auch, die gibt es jeweils genau einmal. Und in dieser Blockchain ist halt festgehalten, wem dieses Bild gehört. Das ist der NFT. Der Akt, diese Blöcke zu finden, nennt sich Mining und dieses Mining ist natürlich mit Rechenleistung verbunden und Rechenleistung, wie wir wissen, braucht Energie. Und das gibt diesen Affenbildern halt aus ökologischer Sicht eine ganz andere Konnotation. Wenn ich mir jetzt also eins dieser Bilder mal vornehme, dann brauche ich 340 Kilowattstunden, einfach nur dafür, die Information in der Blockchain zu speichern. Da ist dieser Auktionsprozess mit drin und halt das Erzeugen des NFTs. Da ist noch nicht mit drin die Zeit, die der Designer zum Beispiel investiert hat und die Energie, die sein Computer verbraucht hat, um jetzt dieses Affenbild zu machen und so weiter, sondern tatsächlich nur der reine Aufwand in der Blockchain. Wir reden hier über Ethereum. Jetzt ist das Problem, von diesem Bored Apes Yacht Club gibt es halt nicht nur einen, es gibt Zehntausende. Genau 10.000.
Und wenn ich mir jetzt die 10.000 anschaue, und das sind ja alles einzelne, deswegen 10.000 Single Edition NFTs, dann brauchen wir 3.400 Megawattstunden an elektrischer Energie, um zu speichern, dass diese 10.000 Erfenbilder einen Besitzer haben. Und dafür kann man 20.000 Stunden mit dem Flugzeug fliegen. Das finde ich schon relativ beeindruckend. Und ja, das ist halt das, worum es mir sozusagen geht. Ich rede hier tatsächlich über ein Bild eines Affen. Ist mir das diesen CO2-Fußabdruck tatsächlich wert? Und ist es uns als Gesellschaft das tatsächlich wert? Jetzt könnte man sagen, naja, Ethereum, die sind ja gerade auch umgestiegen von Proof of Work auf Proof of Stake. Also die Art, wie die Blöcke jetzt gemeint werden, ist eine andere. Die verbraucht wesentlich weniger Energie. Ihr seht es hier, wenn der Energieverbrauch vorher, also mit dem alten Proof of Work-Verfahren, ungefähr der Größe des Eiffelturms entsprochen hat, dann sind wir jetzt noch ungefähr bei einem Lego-Männchen. Das ist natürlich schon eine signifikante Reduktion. Also alles gut? Naja, nicht wirklich. Es gibt ja noch andere Blockchains, zum Beispiel den Bitcoin. Und da ist es ein bisschen schwierig, die Energiebilanz zu berechnen. Aber die Cambridge University versucht sich da schon länger dran und hat den Energiebedarf mal eingeordnet im Vergleich zu Ländern. Und wir sehen halt, der Bitcoin liegt so auf einem Level ungefähr mit den Niederlanden. Also das, was die Niederlande im Jahr an elektrischer Energie verbrauchen, ungefähr das verbrauchen wir auch dafür, um Bitcoins zu minen. Das ist halt schon aus ökologischer Sicht eine ganze Menge. Ja, wir sprechen kurz über die Cloud und Energie weiterhin. Als mal die Tagesschau darüber berichtet, die in Frankfurt ansässigen Rechenzentren verbrauchen inzwischen 20% der elektrischen Energie, die die Stadt Frankfurt so konsumiert in einem Jahr. Das sind 1,3 Terawattstunden pro Jahr. Und das war 2021. Wenn man so viel Strom verbraucht, dann kann man sich natürlich fragen, ist denn alles gut, wenn ich grünen Strom habe? Also wir sehen zum Beispiel ganz rechts Island, Norwegen, die Schweiz, Schweden, Länder, die überwiegend aus Wasserkraft ihren Strom gewinnen, die erzeugen natürlich relativ wenig CO2 bei der Stromerzeugung. Deutschland ist so ziemlich in der Mitte dieser Grafik und Länder wie Südafrika, die halt viel Kohle verstromen, die haben eine entsprechend schlechtere CO2-Bilanz. Also verlege ich mein Rechenzentrum halt nach Island, kann ich mich ja wieder hinlegen. Da ist der Strom ja ökologisch hergestellt. Naja, auch das ist eigentlich nur ein Teil der Wahrheit. Wenn wir uns so ein Rechenzentrum mal anschauen, da gibt es eine Studie von IBM, also in so einem On-Premise-Rechenzentrum, also eine Firma betreibt ihr eigenes Rechenzentrum, da liegt die durchschnittliche Serverauslastung so bei unter 20%. Und Amazon, die ja mit AWS eine der größten Clouds betreiben, die sagen, naja, bei uns liegt die immerhin bei 60%. Das ist auf der einen Seite natürlich schon deutlich mehr als in diesem On-Premise-Betrieb. Aber ich finde, für ein Unternehmen, das halt damit sein Geld verdient, ist 60% immer noch relativ wenig. Der Gag ist halt, so ein Server, der da ungenutzt rumsteht, der verbraucht halt nicht null, sondern der hat halt, wie ihr an der Grafik seht, so eine gewisse Leerlaufaufnahme. Und wenn ich den dann halt auslaste und Richtung Volllast bringe, dann erhöht sich natürlich die Leistungsaufnahme, aber gar nicht mehr so signifikant. Und dass ich halt Kapazitäten vorhalte, jetzt für den Black Friday oder so, weil ich glaube, dass da ganz viele Leute kommen und bei mir bestellen und den Rest des Jahres langweilen sich die Server zu Tode, das ist einfach aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll. Wir haben deswegen bei Kongstar schon vor einer Weile das sogenannte Nachtbildverbot eingeführt. Das bedeutet einfach nur, dass wir die Infrastruktur dann runterfahren, wenn wir sie nicht brauchen. Da das alles in der Cloud läuft, alles über Terraform und so weiter provisioniert ist, kann ich die Systeme ja relativ flexibel hoch und runterfahren, also die komplette Plattform. Und
wenn man das mal dann ausrechnet, also wir fahren die Systeme 4 Stunden in der Nacht runter und am Wochenende sind sie komplett aus, dann entspricht das einer Energieersparnis von 40%. Die Energie spare ich natürlich nur, wenn Amazon tatsächlich die Kapazität auf seiner Seite auch entsprechend reduziert. Na, wenn die Systeme dann einfach weiterlaufen lassen und wir bezahlen halt kein Geld mehr dafür, dann sparen wir halt Geld, aber keine Energie oder reduzieren nicht unseren CO2-Footprint. Aber erstmal rein rechnerisch 40% dadurch, dass nachts zwischen 0 und 4 Uhr halt sowieso keiner arbeitet, ist ja erstmal gar nicht schlecht. Und dafür ist die Cloud eigentlich sehr gut, dass ich Ressourcen dann, wenn ich sie brauche, halt allokieren kann und wenn ich sie nicht brauche, tatsächlich auch wieder freigeben. Und wie gesagt, es spart nicht nur Geld, es reduziert halt auch den Energieverbrauch und den CO2-Footprint. Wie kann man den eigentlich berechnen? Es gibt Webseiten wie zum Beispiel Green Algorithms. Das ist ein Open-Source-Projekt, das liegt auch auf GitHub. Hier habe ich mal konfiguriert eine T3 Large-Instanz in Deutschland, also eine Amazon-Maschine. Und hier sehen wir jetzt, wenn die einen Monat läuft, dann braucht die so knapp 15 Kilowattstunden an elektrischer Energie. Und wenn ich jetzt hier mein Nachtbildverbot umsetze, dann braucht die nur noch knapp 9. Also ich habe mit einer Maschine 6 Kilowattstunden an Energie eingespart. Das ist zu der jetzigen Zeit, glaube ich, gar nicht schlecht. Und würde das jeder machen? Also wer arbeitet am Wochenende oder wer muss seine Entwicklungssysteme am Wochenende vorhalten? Ich glaube, die wenigsten. Da hätten wir schon eine Menge gewonnen. Der zweite Aspekt, Demand Shaping. Das eine ist ja, also wir fahren sozusagen runter, was wir nicht brauchen, zum Beispiel nachts. Die andere Idee wäre, ich passe meine Workload so ein bisschen an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zum Beispiel. Wenn ich mir so den Big Data Bereich vorstelle, man kennt es ja, die rechnen dann gerne nachts, also so die großen, das große Data Mining, meistens passiert das nachts, weil ich will ja am nächsten Morgen dann die Auswertungen haben. Aber nachts habe ich natürlich gerade hier in Europa wenig erneuerbare Energie. Ne? Ich brauche viel kommt von der Sonne. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, vielleicht kann ich diese Berechnung zumindest zum Teil in den Tag verlegen, wo halt viel Solarenergie da ist, dann kann ich den CO2-Footprint meiner Berechnung signifikant reduzieren. Geht nicht immer, aber ist tatsächlich halt auch was, wo man sich mal die Frage stellen kann, gibt es Bereiche, in denen wir das machen können? Und wo das zum Beispiel jetzt auch implementiert ist, ist im neuen iOS. Da hat Apple ein Setting eingebaut, Clean Energy Charging. Das iPhone merkt sich ja eh schon so ein bisschen den Nutzungszyklus und lädt irgendwie so, dass es dann morgens voll ist, aber möglichst effizient. Und ein weiterer Aspekt dazu ist halt, wenn Apple weiß, wann regenerative Energien verfügbar sind in meiner Region, dann wird das Telefon halt bevorzugt zu diesen Zeiten geladen. Ist ein ganz netter Ansatz. Und wenn man sich einfach überlegt, wie viele Menschen auf der Welt so ein Telefon mit sich rumtragen, dann wird da auch ein Hebel draus. Ne? Ja, wir sprechen kurz über Daten. Das Internet ist eigentlich für Streaming. Wenn wir uns anschauen, wo so der Internetverkehr eigentlich herkommt, dann sehen wir die üblichen Verdächtigen und Google, da ist natürlich im Wesentlichen YouTube mit drin. Was hier noch unter Sonstiges fällt, ist TikTok und was auch immer gerne vergessen wird, ist der Bereich Erwachsenenunterhaltung, sage ich mal, der je nach Studie auch so für 10-15% noch des Internet-Traffics verantwortlich ist. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, the Internet is for porn. Also das ist ja auch ein Thema, das wird hier gerne, ja, da wird nicht gerne drüber gesprochen natürlich, aber es ist einfach Teil der Realität. Und wenn wir über Internet-Traffic sprechen und Videostreaming, dann gehört halt auch das Streamen solcher Filme für über 18-Jährige nun mal dazu. Wenn wir uns jetzt anschauen beim Videostreaming, welchen Einfluss hat die Übertragungstechnologie darauf, dann sehen wir, dass halt gerade die alten 3G-Netze, die ja Gott sei Dank inzwischen abgeschaltet sind, da sehr ineffizient waren.
Also wir sehen in Grün immer so die Grundlast des Rechenzentrums, das halt den Stream bereitstellt. Die ist natürlich konstant, weil dem Rechenzentrum ist es egal, über welches Medium am Ende der Film bei mir auf dem Endgerät landet. Wenn ich mir halt dann die Übertragungsnetze anschaue, dann sehen wir halt, dass die Glasfaser tatsächlich das effizienteste Verfahren ist, um Daten zu übertragen. Das gilt dann natürlich auch beim Streaming und das gilt insbesondere halt für Fiber to the Home. Also wenn die Glasfaser tatsächlich bis zu mir in die Wohnung geht und nicht in Mehrfamilienhäusern oder so im Keller endet oder an der Bordsteinkante und dann wieder mit aktiven Komponenten über Kupfer übertragen wird. Was hier in der Grafik fehlt, ist DOCSIS, also Datenübertragung über Kabelfernsehnetze. Das bewegt sich je nach Studie zwischen VDSL und 5G, also auch so im Bereich 4 bis 5 Gramm CO2 pro Stunde. Also und hier sprechen wir über Streaming in HD-Qualität. Dann schauen wir uns mal an, worüber wir da eigentlich reden. Also Streaming in HD, das sind so um die 3 Gigabyte pro Stunde. Jetzt kann Netflix natürlich auch noch mehr, nämlich bis zu 4K HDR und da reden wir über fast 12 Gigabyte pro Stunde. Wenn ich das aus einer ökologischen Sichtweise sehe, muss ich mich natürlich fragen, sehe ich tatsächlich auf meinem Handy oder Tablet den Unterschied, wenn ich jetzt in HD streame oder in 4K HDR? Ist das für mich wahrnehmbar oder ist es halt schön und YouTube oder wer auch immer hat ja als Default immer die bestmögliche Qualität darzustellen? Oder kann ich da vielleicht durch Verzicht einfach auch weniger Daten übertragen? Und je weniger Daten ich übertrage, desto weniger Energie brauche ich natürlich auch für die Datenübertragung. Ja, was ein bisschen schwierig ist in dem Ganzen, ist aber halt die Gesamtperspektive. Wir schauen immer nur auf Teilaspekte. Wir schauen auf den Energieverbrauch der Netze, wir schauen auf den Energieverbrauch der Data Center. Aber wenn man tatsächlich sich mal so ein Bild machen will, dann muss man ja wirklich gucken, wo kommt der Film her? Der liegt in irgendeinem Rechenzentrum, der wird übertragen, der landet am Ende über die letzte Meile bei mir zu Hause. Ich habe zu Hause ein Router, vielleicht mehrere Wi-Fi-Access Points oder so. Ich habe am Ende mein Endgerät, das muss den Stream noch dekodieren, muss ihn darstellen, das braucht dafür auch Energie. Und da gibt es tatsächlich noch fast keine genauen Zahlen dazu. Wir hatten jetzt an einer Ausschreibung mitgemacht als AOE, sind leider mit dem Konsortium nicht zum Zug gekommen. Da ging es darum, den blauen Engel, den ihr vielleicht kennt, auf solche E-Commerce- und Cloud-Anwendungen auszuweiten und tatsächlich mal Kriterien zu entwickeln, Messwerte zu entwickeln und auch eine Vergleichbarkeit zu schaffen, wie sich eigentlich so eine Anwendung verhält im Vergleich zu einer anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Kunden Congstar denke, wie viel Energie kostet das eigentlich, wenn ich einen Tarif bestelle? Oder wenn ich mich ins Kundencenter einlogge und meine Rechnung anschaue. Und kann ich das vergleichen? Wie viel Energie braucht Vodafone dafür? Und da gibt es nichts aktuell. Und ja, das Öko-Institut, die in Deutschland diesen blauen Engel und die Kriterien entwickeln, die sind halt da gerade dran. Wie gesagt, wir sind jetzt in dem Fall leider nicht mit zum Zuge gekommen, aber bleiben nichtsdestotrotz an dem Thema dran, weil das einfach super spannend ist, sich das mal Ende zu Ende anzugucken. Natürlich müssen wir über Code sprechen, habe ich gesagt. Wir sind bei AOE. Aber wir sprechen nicht über Code, sondern nur mal generell über Konzepte. Wenn ich mir den Lebenszyklus von so einer Software anschaue, dann geht das ja damit los, wie entwickle ich die denn? Entwickle ich irgendwie nach Lastenheft oder nach ich baue mal alles ein, was man vielleicht irgendwann brauchen kann. Oder baue ich eher agil und lean, also tatsächlich nur das, was wirklich gebraucht wird. Spart natürlich Ressourcen, wenn ich da leichtgewichtig unterwegs bin. Wenn ich dann arbeite, arbeite ich modular und wiederverwendbar. Also kann ich Komponenten wiederverwenden oder muss ich das Rad jedes Mal neu erfinden, muss immer wieder Dinge neu implementieren. Das kostet ja nicht nur
Manpower. Das erzeugt ja wieder mehr Code, der muss gespeichert werden, der muss gebaut werden, der muss übertragen werden. Also auch das aus Nachhaltigkeitssicht ein großes Thema tatsächlich. Wie modular bin ich denn? Und auch später, wie erweiterbar und wie wartbar bin ich denn? Wie viel Aufwand muss ich denn da reinstecken? Oder muss ich sogar ganze Komponenten, ganze Anwendungen wegwerfen, weil sie so schlecht erweiterbar sind, dass ich sie lieber neu schreibe? Und was bedeutet das denn an Emissionen, an CO2-Footprint zum Beispiel, wenn ich komplette Anwendungen neu schreiben muss, anstatt eine bestehende Anwendung zu erweitern? Und auch am Ende des Lebenszyklus sozusagen, was ist es denn für ein Aufwand, so ein System zu deprovisionieren, die Daten anforderungsgemäß zu löschen und so weiter, tatsächlich alle Systeme zu deprovisionieren und irgendwie auch ein sauberes Ende zu schaffen. Auch das ist ja Teil des Software-Lifecycles und man muss sich das auch mal vor Augen führen, wie aufwendig ist das denn am Ende wirklich, das Ganze ja, zu löschen und zum Beispiel in einem leeren Zustand Systeme übergeben zu können oder ne, datenschutzkonform nachweisen zu können, dass wir keine Nutzerdaten mehr haben oder so. Also auch das ist was, was man mit betrachten muss, wenn man über Nachhaltigkeit in Software spricht. Und idealerweise lebt halt ein System möglichst lange, sodass ich mir möglichst spät erst im Lifecycle diese Frage stellen muss und nicht irgendwie nach kurzer Zeit schon wieder Systeme dekommissioniere und mir dann überlegen muss, wie ich die eigentlich in Anführungszeichen entsorge. Wir gucken mal ganz kurz auf Programmiersprachen. Das ist jetzt erstmal eine relativ unübersichtliche Tabelle. Deswegen greifen wir uns mal drei Programmiersprachen raus. Es geht im Wesentlichen um den Vergleich von kompilierten Programmiersprachen, interpretierten Programmiersprachen und Sprachen, die halt zur Laufzeit übersetzt werden. Soweit eine Sprache wie C, wenn ich da ein Programm schreibe, dann lasse ich am Ende der Entwicklung einen sogenannten Compiler laufen. Da fällt am Ende ein fertig ausführbares Programm bei raus. Das ist so, wie wenn ihr das jetzt auf eurem Rechner, ihr macht Word auf oder irgendein anderes Programm. Das ist fertig ausführbar, so wie das auf eurem Rechner liegt. Da passiert nichts, das wird einfach nur noch ausgeführt. Und wenn ich mir halt anschaue, ne, wie viel Energie verbraucht so eine Sprache, dann ist natürlich so eine kompilierte Sprache sehr weit vorne, weil da zur Laufzeit herzlich wenig passiert. Das passiert ja alles bei der Entwicklung. Dann gibt es diesen Mittelweg von Sprachen wie Java, die erzeugen, also auch in so einem Schritt nach der Entwicklung, ein Binary, aber das ist sogenannter Bytecode, der wird nicht direkt ausgeführt, sondern der wird in einer virtuellen Maschine nochmal interpretiert. Dementsprechend steht Java da ein bisschen schlechter da. Und es gibt Sprachen wie JavaScript, da wird das komplett zur Laufzeit ausgeführt. Also JavaScript kommt ja im Internet überwiegend zum Einsatz. Das heißt, wenn ihr eine Webseite aufruft und da läuft zum Beispiel irgendein Slider durch oder so, dann ist der in JavaScript geschrieben und der wird jedes Mal, wenn ihr die Seite aufruft, neu berechnet. Der komplette Code wird neu kompiliert und neu erzeugt und dementsprechend brauchen diese Sprachen natürlich wesentlich mehr Energie. Jetzt haben die Sprachen ja auch Vorteile, zum Beispiel, wenn ich mir so eine Skriptsprache wie Python ansehe, die hier ganz unten in der Liste, so der vorletzte Platz, was die Energieeffizienz angeht, wenn ich mir sowas anschaue. Ja, natürlich ist die sehr schlecht, was die Energieeffizienz angeht, aber wenn ich mit der arbeite und entwickle, ist die eigentlich sehr gut, weil ich muss nicht warten, ich muss nichts kompilieren, ich muss da auf keinen Compiler, auf keine VM, auf irgendwas warten, sondern ich mache meine Änderung für den Code außen, der läuft einfach wieder. Das heißt, aus einer ja, Entwicklersicht oder so, hat so eine Sprache durchaus ihre Vorteile, aus einer Energieeffizienzsicht möglicherweise nicht. Bei Python kommt noch die Besonderheit dazu, dass man die Hotspots, also die Stellen, die halt oft ausgeführt werden oder die besonders kritisch sind, auch in anderen Programmiersprachen wie C implementieren kann und ich dadurch so das Beste aus beiden Welten habe. Das heißt, ich habe die kritischen Stellen in einer sehr effizienten Sprache und habe trotzdem in dem Code außenrum, der so meine Anwendung definiert, den Vorteil der interpretierten Sprache, die ich halt vielleicht einfacher oder schneller ändern und debuggen kann. Also auch hier
es kommt immer darauf an, was man so machen will, aber einfach, wenn man mal aus einer rein ökologischen Brille draufschaut, dann stellt man halt fest, dass so die klassischen kompilierten Sprachen gar nicht schlecht sind. Und ja, für uns als AOE, wenn man mal schaut, Go zum Beispiel ist sehr weit vorne dabei und jetzt von den neuen Sprachen Rust zum Beispiel ist halt auch sehr weit vorne. Also da sind wir auch als Firma eigentlich gar nicht schlecht unterwegs. Aber wie gesagt, auch etwas, wo man sich, glaube ich, gar nicht so sehr Gedanken drüber macht in der täglichen Arbeit, aber sich vielleicht Gedanken drüber machen könnte. Ich habe vorhin gesagt, es ist super schwierig, sich so ein Ende-zu-Ende-Bild zu machen. Es gibt sowas wie hier den Website Carbon Calculator, die versuchen das. Das ist zum Beispiel hier die Event-Webseite von Sustainable Future, die wir aufgerufen haben. Und dann sieht man, die Webseite ist relativ effizient. Was ihr hier nicht seht, ist, dass direkt unten drunter ein rotes Banner kommt, das sagt, dein Hoster benutzt aber keinen Ökostrom, das solltest du dringend mal ändern. Wir haben dann festgestellt, die Seite läuft bei uns im Office auf einem System und die haben einfach keine Informationen darüber, woher AOE seinen Strom bezieht. Deswegen ist sozusagen das ein Mangel an Informationen. Aber ja, das sind so die ersten Ansätze tatsächlich, einen CO2-Footprint von Webseiten zu berechnen, wobei jetzt das Tool auch nicht wirklich einbezieht, auf was für einem Endgerät ich eigentlich unterwegs bin. Ne? Ob ich jetzt auf einem iPad oder so unterwegs bin, das relativ energieeffizient ist, oder auf meinem hoch aufgemotzten Gaming-PC zu Hause, der einfach durch die schiere Anzahl an Grafikkarten und Lüftern, die da drin steckt, schon eine Menge Energie aus dem Schornstein bläst. Also, wie gesagt, Ende zu Ende zu denken, ist einfach noch nicht so verbreitet, leider. Ja, wir kommen zum Ende und stellen mal fest, Digitalisierung hat einen Preis. Ich habe hier nochmal exemplarisch die Arbeiter. Also natürlich zahlen irgendwo auch die Menschen, die die Dinge herstellen, den Preis, aber auch an Energie, an Ressourcen und so weiter kostet Digitalisierung. Und wir müssen uns halt tatsächlich fragen, am Beispiel von den Affenbildern in der Blockchain, muss man jeden Scheiß mitmachen, sagen wir es mal ganz platt, wie es eigentlich ist. Ja, wir sollten Einsparpotenziale nutzen. Ich habe mal ein Praktikum bei der IBM gemacht, da ging es so um Hochleistungsrechnen und da war irgendwann der Punkt, so, ja, es ist egal, ob ihr 6 Stunden oder 5 Stunden braucht, aber wenn ihr es in unter 4 Stunden schafft, dann schaffen wir 2 Läufe an einem Tag, das wäre schon geil. So, das heißt, da nutze ich das Einsparpotenzial nicht, sondern ich mache die Anwendung immer effizienter, um dann irgendwann die doppelte Workload zu erzeugen. Und das macht man ja manchmal in Algorithmen oder sowas auch oder im Data Mining oder so. Auf einmal stellt man fest, ach, ich bin da viel zu schnell fertig, dann können wir ja hier nochmal in die Details gehen und da nochmal in die Details gehen. Das ist natürlich aus einer Unternehmensperspektive oder ne, wenn ich da so als Analyst drauf schaue, ist das super interessant. Noch mehr Informationen, noch mehr Daten, noch schneller. Wenn ich aus einer Nachhaltigkeitssicht drauf schaue, muss ich mich halt auch fragen, war nicht das Alte gut genug? Und das, was ich jetzt an Effizienz gewonnen habe, das verbuche ich tatsächlich als Ressourcenersparnis und mache einen Haken dran und lebe mit dem, was ich habe. Also man darf sich nicht diesem Effekt einfach aussetzen, dass man Eingespartes direkt immer wieder investiert, sondern tatsächlich auch schaut, wo macht es Sinn zu verzichten und dieses Einsparpotenzial wahrzunehmen. Ja, wir müssen Ende zu Ende denken. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, in unserer Branche, wir müssen vom Server, vom Data Center bis zum Endgerät des Kunden eigentlich denken. Und mit dem Bild will ich sagen, auch bei unseren Handys oder so, die wir in der Hand haben, wir müssen natürlich auch Ende zu Ende denken, was Rohstoffgewinnung angeht, bis hin am Ende, wo der Elektroschrott eigentlich landet. Und auch da kennen wir ja schlimme Bilder von Mülldeponien in Entwicklungsländern oder so, wo dann am Ende unser Elektroschrott ja, von den Menschen da irgendwie, man will es gar nicht Recycling nennen, ne, irgendwie verwertet wird. Also das liegt aber auch wieder an uns als Entwicklern hier bei AOE mit unserem Code, als Konsumenten,
Da sind wir wirklich alle gefragt, sozusagen den kompletten Lifecycle von so einem Produkt zu denken und nicht von, ich bestell's bei Amazon und in 3 Jahren ja, verkaufe ich es bei eBay Kleinanzeigen oder so. Ja, generell sollten wir Hard- und Software länger nutzen. Das ist natürlich ein finanzieller Aspekt. Wenn ich mein MacBook 4 Jahre statt 3 Jahre nutze, dann spart AOE erstmal ein Drittel an Geld. Ist da auch nicht unerheblich. Aber halt natürlich die ganzen Ressourcen, die da drin stecken, kommen natürlich, ja, werden natürlich länger gewertschätzt. Und das gilt auch für Anwendungen, ne? Auch eine Software, die ich länger nutzen kann. Da spare ich natürlich Ressourcen und da bin ich der Meinung, sind wir als AOE ja sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten sehr sorgfältig mit vielen Tests und unsere Software ist sehr robust und ist genau langlebig gemacht und nicht halt Wegwerfsoftware, die man für irgendein Event schreibt und die dann in die Tonne kommt. Und genau, da sollten wir halt darauf achten, das beizubehalten und auch was halt andere Ressourcen angeht. Genau, das soll es als kurzer Überblick, hoffentlich kurz genug, erstmal gewesen sein.